Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich muss mich mal wieder entschuldigen. Ja. Selbstverständlich müssen wir Mama Murphy jetzt ausrüsten, denn wir sind ja Level 14. Und ab Level 15, wie mir schon so zu Ohren gekommen ist, ja, wird es dann heiß hergehen, denn dann kann es sehr gut möglich sein, dass wir belagert werden, also unser schönes Dörfchen hier. Und da wir ja wollen, dass so gut wie möglich alle überleben, muss ich da jetzt ein bisschen was vorbereiten. Zuallererst einmal brauche ich einmal eine Pistole. Die eine sollte reichen. Das sollte passen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, Munition. Soll nämlich auch wurscht sein. Also ich habe den Leuten, ich sage jetzt mal dummerweise, zu viel Munition geben. Nein, die 10 mm gebe ich nicht. Die müsste auch passen. Da gebe ich eine und dann passt das schon. So. Also ein Stück will ich haben, bitte. Merci. Dann natürlich Rüstung. Also wir brauchen... wir brauchen... Was geben wir denn der Mama Murphy? Ich würde sagen... wo haben wir denn das Zeug? Einmal eine Lederkombi. Ein Stück, bitte. Natürlich einmal Harnisch. So, ich hoffe halt mal, dass das alles passt. Einmal ein linker Arm. Ein linkes Bein. Dann ein rechter Arm. Ein rechtes Bein. Dann helmmäßig wäre noch was toll, ne? Was würde denn da gut passen für die gute Dame? Militärbarett vielleicht. Eine modische Brille. Nee, eine Kapuze will ich ihr nicht geben. Ehrlich gesagt. Armeehelm, ich weiß auch nicht wirklich. Schweißerbrille, um Gottes Willen, nein. Sonnenbrille noch eher. Nein, keine Masken. So ein, ein Halstuch wäre auch schön. Nein, ich glaube, es wird... Ich gebe ihr so ein Barett. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Ich bin ja da nicht so... Ne? Also, Mama Murphy. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Jo. Hey, also dann. Hast du Mentats für mich? Wollen wir sehen, wohin uns das dritte Auge dieses Mal führt? Ja. Schluss mit dem Zeugs. Nein, du bist abhängig von dem Zeug. Du brauchst Hilfe. Nicht das schon wieder, Kind. Hör zu. Ich bin alt. Sogar älter, als du denkst. Wenn mich die Camps umbringen, dann hatte ich immerhin einen guten Lauf. Ohne das dritte Auge hätten wir es nie so weit geschafft. Wir brauchen es. Du brauchst es. Es ist ein Teil von mir. Ja, aber trotzdem, ihr droht, damit sie aufhört. Andere Möglichkeit, du hast recht, sie überreden, aufzuhören. Das haut nicht hin, das ist feuerrot, ne? Andere Möglichkeit. Ist denn keine Möglichkeit, das dritte Auge ohne Camps zu nutzen? Ich erzähl dir mal eine Geschichte, Kind. Es Ach, du war Heilige. Einmal ein wunderschönes junges Mädchen mit einer besonderen Gabe. Sie erlebte eine Menge verrückter Abenteuer. Sie traf einen feschen Jungen, aber er mochte ihre Gabe nicht. Er fürchtete, dass sie sie zu einer Sklavin des Bösen machen würde. Mhm. Und so verschwand die Gabe. Und als der Junge und das Mädchen sie am dringendsten brauchten, war sie nicht mehr da. Jetzt ist der Junge weg und das Mädchen ist alt. Aber sie hat Freunde und ihre Gabe beschützt sie. Und nur das zählt. Okay. Mann, verdammt, das können wir noch nicht machen. Du hast recht. Es ist deine Entscheidung, ob du Camps nimmst oder nicht. Genau so ist es. Ja.
Das hat mir jetzt viel gebracht. Ich kann sie nicht umrüsten. Toll. Naja, was soll's. Dann halt nicht. Na, du alte Schacht. Nein, ich habe das nicht laut gesagt. Sie ist ja ein nettes altes Scheißfrauenzimmer. Ja, Frauchen, eben. Verflixt und zugenäht, echt. Nein, stopp. Entschuldigung. So, geht's da noch irgendwie weiter? Ja, ist gut. Dann halt nicht. Aber, wir werden trotzdem nochmal da aufs Dach steigen. Nein, aufs Dach wollte ich rauf. Ey, so. Und ich will noch unbedingt ein paar Geschütztürmchen bauen. Schön wäre es ja da aufs Dach auch. Beziehungsweise, ich muss mir da echt was einfallen lassen. Vielleicht hier auf der Seite. Weil es, ja, es kann passieren, dass die Gegner natürlich zum Beispiel Raketenwerfer haben, ne? Und mit den Raketenwerfern schießen sie einfach mal diese hübschen Dinger hier weg. Boom und weg. Einfach so. Und das ist natürlich nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Aber wie zum Teufel sollen wir uns dann schützen? Na? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe gehofft gehabt, dass das hier passen und reichen würde. Mist, mir fehlt sowieso Öl. Ich könnte nur noch ein so ein Geschütztürmchen aufbauen. Und wie schaut es hier aus? Hier geht nur der eine, diese beiden Wachposten, besser gesagt, ne? Da vorne irgendwo hingeknallt. In der Hoffnung, dass ich Dogmeat für das noch einsetzen kann. Vielleicht wird es ja gehen. Bauen kann ich es ja mal, ne? Ich kann es ja dann eh wieder in die Werkbank schmeißen eigentlich. Oh, und das Klo habe ich natürlich vergessen aufzubauen, ne? Also, ich würde mal meinen... Aha, da ist es so offen. Ich würde meinen, da bauen wir es hin. Da wird es mir gut gefallen. Dann wird er hier gleich dicht. Hoffe ich halt, dass es dicht ist. Ich schaue gleich mal nach. Kommt da noch jemand durch? Nein. Also die müssten das hier schon zerstören komplett. Damit das geht. Und dann habe ich ja schon mal gesehen, bei Gegnern von uns, ne? Also, huch, Geschütztürmchen. Einer geht ja noch, habe ich gesagt, ne? Dann habe ich mal gesehen, wie da irgendwo so einer gestanden ist, ne? Da oben wird es echt gehen. Boah, ne? Das ist jetzt auch wieder die Frage, wenn der da so offensichtlich da oben steht, den ballern sicher wieder weg. Ist da oben nicht, ist da nicht mal einer drin gestanden? Wahrscheinlich auf diese Art und Weise eher nicht. Mist. Vielleicht aber... Ich habe auch keine Ahnung, ob der überhaupt da durch die Hecke ballern kann. Man kann ihn eh wieder umstellen, ne? Ich platziere den einfach jetzt mal da. Und schauen wir mal, ob es überhaupt funktioniert. Nein. Und schauen wir mal, ob es überhaupt funktionieren würde, ne? So, als nächstes brauche ich unser liebes Hündchen. Ich will das jetzt echt probieren. Ach, wo schläft er denn nochmal schnell? Ich glaube da... Hoppala. Ja, hallo Rosi. Ich glaube da unten irgendwo. Ich glaube da bei dem Häuschen da. Tap, tap, tap. Horuk. Dogmeat. Kumpel. Lange nicht mehr gesehen. Befehligen. Ich kann Dogmeat bewegen. Ich bin ein Trottel, ne? Nein, passt schon. Zuerst müsste ich ihn. Nicht zugewiesen. Das. Wieder er. Sie kann von mir nicht Befehle annehmen. Mhm. Okay. Okay, nee, vergiss es. Dann geht das leider nicht.
Aber ist wurscht, den einen Schützdingens, den lasse ich mal vielleicht. Aber wer weiß, vielleicht kann ich ja Mama Murphy dazu bewegen. Ja. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drechsel. Alter. Weil die wird wahrscheinlich auch nicht ihre müden Knochen da für die Verteidigung da drüben in Schwung bringen, schätze ich mal. Ach, wird schon schief gehen. Ich hoffe es echt. Schief gehen wird es wahrscheinlich sicher. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Ich würde auch hier gerne eine Falle aufstellen, dass sie meine liebe Rose hier nicht angehen. Da gibt es nämlich so, ja, Schutz. Da gibt es hier so Fallen, ne? Also Schutz. Na, warte mal. So, Schutzfallen. Sowas. Ich hätte gern sowas, ne? Ehrlich gesagt. So, und dann einfach hier hin, ne? So. Dass, wenn jemand da rein will, dass die gleich so einen Schlag bekommen, dass da den Hören und Sehen vergeht, ne? Jetzt muss ich das, glaube ich, so machen. Damit dann hier Strom noch her kann, ne? Also so, dass der Stall halt geschützt ist. Katschang! Oh, funktioniert er? Nein, da ist noch kein Strom. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich so ein Dingens anbringen. Warte, zurück. Energie. Ich denke hier. Ich würde meinen sowas. Ich würde sagen, so. Oder geht auch was um die Ecke? Tatsächlich. Der wird es beinhart so schaffen. Cool. Vielleicht kann ich dann hier. Na? Zack. Ja, das geht ja voll. Hast du schon Strom? Aber jetzt. Ist ja cool. Nein, um Gottes Willen, das will ich nicht wegtun. Muha. Aber jetzt tue ich dann nochmal speichern. Und dann will ich mal probieren, ob ich davon Schaden kriege. Ja, volle Wäsche. Man kriegt davon Schaden. Das ist jetzt aber nicht so super. Boah, Piper. Hallo. Du bist auf Pfosten, echt. So, okay, das ist nicht so gut. Dann müssen wir das, ich werde das in die Werkbank legen, glaube ich. Oder warte mal, nehmen wir das mal mit. Das ist jetzt natürlich nicht so super, ne? Aber, warte mal, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Da ist alles offen, ne? Ja, da ist alles offen. Ja, ja, du mit deinem Kabel und so. Ach Mist, ich soll... Ja, ist schon gut. Entschuldigung, ist schon gut. Ich habe schon geschnallt. Zuerst muss das Kabel weg. Und dann geht's leichter. Mist, verdammter. Das ist ja eine blöde Geschichte. Also, das Kabel. So, passt. Das muss weg. Na, weg! Anbringen, müsste anbringen. Die Käse. So wollte ich das echt nicht. Ich wollte nur das Zeugs hier irgendwie am Rand anbringen. Das wäre... Ma, super. Das klappt so nicht, ne? Weil jetzt das... Willst du mir das ernsthaft weiß machen? Weil das jetzt so... Ne, ne. Kann ich dann das Teil da... verwerten geht nur. Entschuldigung, ich verwerte das jetzt einfach mal. Ist mir jetzt wurscht. So, du kommst jetzt mit. Wieso denn?
Wieso schon wieder dieses blöde Kabel? Das braucht hier niemand. Dann stelle ich es mal hier ab. Ist jetzt vielleicht Ruhe. Herrschaftszeiten. Ich will es doch nur dadurch. Nein, ist nicht. Soweit ist es scheinbar nicht machbar. So ein Käse. Weil da ist es ja auch blöd, wenn es hier steht, mitten auf dem Weg. Aber vielleicht quasi wird es da hinten gehen. Normalerweise hier hatscht kein Mensch, ne? Wenn ich hier einfach so. Ist nicht schön, ich weiß, aber da wäre es da schöner gewesen. Gemein ist halt nur, ja, du bist weg. Ja, wenn es einmal angebracht ist, ne, dann bringst du es nicht mehr weg, oder was? Ja, dann bleibt es halt so. Ist eh wurscht. Fein, dann würde ich sagen, wir gehen einmal pennen, wenn es möglich ist. Oh, warte, da können wir auch eine Tür bauen, glaube ich, ne? Warte. Das wäre vielleicht nicht so blöd. Ein klein bisschen Schutz zu schaffen. Noch zusätzlich, warte mal. Böden, Wände, Dächer, Treppen, sonstiges. Fällt das jetzt? Da. Für die? Ja. So ist gut. Da haben wir eine schöne Tür. Fein. Dann zieht es hier nicht so. So, auch bei unserem Haus können wir eine hübsche Tür reinbauen. Vielleicht haben wir da eine schöne blaue. Ach ja, bei uns ging es ja nicht. Ne, wir haben ja schon eine. Genau. Richtig. Da war ja was. So, dann gehen wir einmal pennen. So, aber nur eine Stunde. Okidoki. Jetzt hat sie mir wieder ausgeruht. Und wir schleichen uns auch schon wieder. Ah, warte, da. Da könnte ich noch eine reinbauen. So, hier. Bam, 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 bam. Güter. Güterwagen? Okay. Dann würde ich sagen, hier Tür. So eine, wie wir da drüben haben. Werden wir wahrscheinlich kein zweites Mal haben. Wurscht. Nehmen wir. Was für eine Farbe hat die denn? So bräunlich irgendwie, ne? Würde ich sagen, nehmen wir die, oder? So ein, nehmen wir eine blaue. So. Na, komm. Klipp, klapp. Nix klipp, klapp. Ah, jetzt. Zack. Passt. Haben wir da auch schon dicht. So, jetzt hauen wir ab. So. So. Die machen wir zu. Passt. Vielleicht soll ich dann dafür hier. Vielleicht sollte man hier beim. Mann, ich verdrödel schon wieder so viel Zeit. Es tut mir leid. Na, um Gottes Willen, das wollte ich so jetzt nicht. So. Lagerhaus, Stall. Wenn ich hier vielleicht auch noch Wände, Böden. Wände. War da nicht irgendwo mal ein Tor oder so? Nein. Dächer. Ah, hier. Ach so, das sind nur so die Türen. Na, da brauche ich noch einmal eine Wand. Aber eine mit.
Haushalt frei wird. Was ist das eigentlich für ein Teil? Aha, und das geht dann so? Das geht, passt so nicht, oder? Na, oder? Ach so, das hätte ich über zwei quasi so machen können sollen. Ach so, das ist nur so ein Dings. Ja. Nee, das haut dann so, denke ich mal, nicht hin, ne? Na, auf keinen Fall. Na gut, ist halt ein bisschen schmaler. Ach ja, und da wollte ich auch was überprüfen. Ich glaube, da habe ich nämlich einen Schwachsinn gemacht. Jawohl, ich habe da nämlich ein Dach gebaut. Schlau wie ich bin. So, fällt da jetzt was runter? Ich hoffe nicht. Verwerten. Kann ich denn das nicht ins Inventar legen? Und du ist halt verwerten. Das ist mir wurscht. So, und du auch. Das habe ich nämlich super hinbekommen, dass ich hier nämlich super Glas statt, nee, statt einem Boden ein Dach gebaut habe. So, das müsste jetzt stimmen. Stimmt das? Na, das ist auch nicht richtig. Oder? Na, wo habe ich jetzt verflixt und zugenäht? Den Boden her, der war hier, ne? Das ist der da. Das bist du, oder? Nein. Nein? Gekommen? Wo habe ich... Und was seid ihr dann? Das ist ebenfalls ein Dach. Na, passt schon. Da habe ich dann eh Werkstatt. Nein. Das habe ich dann eigentlich eh... Stall? Dächer. Habe ich das blöderweise sowieso alles als Dach genutzt, genommen. Warte, das müsste jetzt das hier sein. Jetzt da passt er. So, jetzt passt. Alles Dach. Alles gut. Warte, das macht einen Krawall da draußen, ne? Aber ich hoffe mal, dass es passt und dass es schützt. Und hier? Sollen wir hier wirklich eine Tür reinbauen? Ich weiß nicht so recht. Eine Wand wäre halt noch schön gewesen. Aha, das wird gehen. So. Na fein. Und da jetzt? Sowas wollte ich eigentlich haben, ne? Was ist das? Achso, das wird so. Nee, dann passt schon, ne? Dann sind das hier nur einzelne. So, ja. Schaut aber irgendwie komisch aus. Weißt du was? Ich lager das weg. Das kommt auch weg. Da kommt was Gescheites hin und fertig. Also nochmal Wand. Ja, ich weiß. Ich tue da schon wieder Zeit vertrödeln. Wie gesagt, wir kriegen hier dann bald aufs Maul. Und dann will ich ein bisschen geschützt haben. Nur halt, nur ein bisschen halt. So, dann noch eine hübsche Tür. Würde sagen, ja. Hm? Ja, schaut glaube ich nicht so schier aus. Nein. So. Genau, das Klo wollte ich auch nochmal bauen. Mist, verdammter. Aber das mache ich mal ein anderes Mal. Jawohl. Wir gehen jetzt weiter questen. Boah, ich habe den Part schon wieder schön verdrödelt. Entschuldigung. Wir werden uns hierher porten.
Dann können wir uns dann auch das Wasserproblem hier mal ein bisschen anschauen. Und können uns aber trotzdem auf den Weg zu Paladin Dance machen, dass wir eben seinen Ort erkunden. Was mich gerade wundert, dass es nicht freigeschalten hat. Ah, böse, böse, böse. Servus, Burschen und Mädels. So, wir müssen darüber. Schnipp, schnapp, schnapp, schnipp, schnapp. La, 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 la. La, 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 la. Oh ja, ich habe schon Speichern vergessen, ne? Ich glaube, wenn du... Nein, mach das nicht. So viel dazu, ne? Der macht das automatisch. Hm? Ne. So. Ist hier irgendwas faul? Nein. Muss ich noch einmal kurz glubschen. Ja, das müsste passen. Inventarmäßig, waffenmäßig, würde ich sagen, ich habe vergessen, die Herrschaft zu modden. Ah, ich könnte mir jetzt selber. Ui. Scheiße. Ich muss nochmal zurück. Super gemacht wieder mal. Also ich. Käse, verdammt. Mist. Ich muss das ja noch kontrollieren. Bravo, echt. Ist ja furchtbar. Komm, lad schneller, bitte. Wenn ich so weitermache, werde ich... Jesus, na, werde ich auf diese Art und Weise noch... und so. Blick, Volt, nein. Werkstatt, ja, aber so. Das ist doch... Nein, das ist die falsche Werkstatt. Ich brauche die Waffenwerkstatt. Geh raus da. Die will ich haben. Eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist? Nö. Standarddingens. Was haben wir denn drinnen eigentlich? Ja, eigentlich nur Standard, ne? So, Reichweite. Optimierer. Boah, der wäre halt super, ne? Mehr Damage. Ich glaube, ich werde auf Damage gehen. Ich muss jetzt allein sein. Ich habe nichts gemacht. Verlängerter Lauf. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ja? Schützt euch aber wohl eher nicht. Nein. Vollständiger Kolben. Standardvisier. Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Was fehlt hier eigentlich? Aha. Fehlt noch Material, aber wir können ja durchaus, ja, würde ich sagen, oder? Machen wir das damit. Dann Mündungsbremse. Ah, keine Mündungsbremse. So. Kleber wird fehlen. Mist. Mist, Mist, Mist. Boah, das wäre super gewesen, ne? Naja, aber ein bisschen Stärke ist ja immerhin schon die gute Waffe. Und die Machete geht halt noch nicht, ne? Weil da brauche ich Schmiedstufe 2. Wie schaut es bei dir aus? Halt. Hier. Okay. Ja, da können wir noch dieses drauf machen. Jo, geht. So, und hier geht sowieso nichts, weil wieder Kleber fehlt. Und hier, Entschuldigung, da geht nichts. Kurzer Lauf, mehr haben wir auch nicht. Standardgeschichtel, Standardvisier, da geht aber auch nichts. Keine Mündung, geht auch nichts. Und hier die 10mm Pistole. Hoppala. Haben wir da schon wieder was Neues? Nein. Also was wir mal machen könnten. Komfortgriff, Standardmagazin. Nein. Und hier, nein. Okay. Müssen wir dann uns damit zufrieden geben. Wie es jetzt gerade ist.
Und auch hier tun wir jetzt wieder diese selbst gebastelten Waffengeschichten wieder rein. Fällt das unter Hilfsmittelchen? Nein. Diverses vielleicht. Was auch nicht. Mods da, ist ein eigenes Fach. Also lagern. Perfekt. Geschafft. Gut. Das heißt, immer wieder speichern. Und jetzt gehen wir weiter. Boah, ne? Schlimm ist das. So. Jetzt darf ich weitermachen. Also wir. Also hier. Also ja, bitte. Und dann schauen wir, dass wir Level 15 werden. Mhm. Denn dann mit Level 15 möchte ich gerne etwas Besonderes machen. Da werden wir wieder unter die Heimwerkerkönige gehen, sag ich mal. Unter die Düftler. Und werden uns was Schönes basteln. Ich hoffe, es gelingt uns. Ich hoffe, ich habe genug Materialien dafür. Ich hoffe, ich brauche keinen Kleber. Das wäre super. So, ja. So, dann laufen wir mal dahin. Ja, sie schnauft schon wieder Vollgas, ne? Ah, warte. Na, das war jetzt nur Wasser. Wow, was haben wir da? Ein Plünderer. Man soll ja immer auf den Schädel schießen, hat es geheißen, ne? Schau, voll erwischt. Was war das? Ah, der versteckt sich da, ne? Na, wo ist er denn? Hallo? Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Ich glaub nicht. Ich versteck mich da mal. Wo ist er denn hin? Hallo? Plünderer? Da! Wir sind hier nicht allein. Und? Ah, verdammt, verfehlt. Aber bald ist er hin. Schon, ob er sich nochmal raustraut. Komm da. Hallo. Kuckuck. Die sind wohl weg. Hallo? Wa? Alter, die Piper. Jawohl! 7 Erfahrungspünktchen. Huha. Sehr schön. Dann gehen wir mal schauen, ob er was für uns Schönes hat. Servus. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, mit dem Graffel. Passt. Wo müssen wir jetzt lang? Da lang. Wow. Also da so schräg. Gibt es hier was umsonst? Eine Splittermine. Die treffe ich ja nie. Hm, schon besser, aber nicht gut. Warte mal. Ja, das passt schon. Geradeaus haben wir immer gemusst, ne? Ich tue da immer ein bisschen so quer drücken, ne? Dass wir... Wow. Ja, das, ne? Gehen wir mal ein Stück zurück. Boom, hat's gemacht. Haben wir jemanden aufgeweckt? Da vorne, tatsächlich. Ich glaube, da war ein Ghoul. So. Ich glaube, da war ein Ghoul. Vorsicht. Heiß und fettig. Tun wir wieder speichern. Ich bin gerade wieder ein bisschen total, also konzentriert und so. Schlimm ist das, schlimm. Habe ich jetzt zwei Ziele markiert, weil ich schlau bin. Ah, der eine ist schon vor uns. Oh, boah. Oh weia. Jetzt ist die Frage, kommt der da raus irgendwo? Da war nämlich ein wilder Ghoul. Ah, da wird schon wieder geschossen. Alter.
Ja, sicher. Da ist er. Boom, bam. Jawohl, Muha, 10 Punkte. Alter, 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 Alter. Puh, pfüh. Mein Herz. Alter Schwede, Piper, wo bist du denn schon wieder? Alte Schachtel. Ich und Horrorspiele, ne. Also, nicht heute. Irgendwann mal. Irgendwann werde ich mal ein Spiel. Ich verspreche es euch. Was? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Hallo? Diesen Ort in seiner Blütezeit zu erleben. Ja, das wäre was gewesen, ja. Können wir den... Ja, ich glaube, den können wir öffnen. War? Ja, nein, fast. Ja. Schön. Hurra. Jö. Gar nicht mal so wenig Zeugs, ne? Automatikpistole. Jupp, her damit. Was hast du vor? Wieso? Ich raub alles aus. So wie es sich gehört. Gerollter Postenbörgel. Abgenutztes Klemmbrettelein. Jawohl. Pipa. Na Pipa, wie geht's dir so? Alter Schwede. So, hier ist nichts mehr drin. Hier scheint auch mehr tote Hose zu sein. Aber die der Paladin da drüben, die scheinen ein Problemchen zu haben. So, wir tun wieder schön brav speichern. Bitte, ja. Oh, da drüben ist was. Ich fürchte ein Supermutant. Schau, wie das weiß, oder? Lol, jetzt ist das blöde Kastel im Weg. Da schau. Hey, da draußen ist was. Wow, das ging gut. Schön. Muha. In seiner Blütezeit zu erleben. Juhu. Was? Vorsicht? Entdeckt? Ich will keinen. Uah. Ich hoffe, es ist gut. Dann hatschen wir irgendwie mal weiter, ne? Wilder Ghoul, da oben. Alter. Treffen und so, ne? Wir sind hier nicht allein, Blue. Hey, sie sind hier! Ja. Treffe ich was? Ja, ich treffe was. Nachladen bitte. Gappe! Wow! Ich glaube. Wow! Entschuldigung. Na, das ging ja gut. Gar nicht mal so schlecht. Aber waren es jetzt 3? Ich hoffe doch. Aha, der hat auch nichts. Ich hoffe, das waren 3. So. Wo ist er denn? Da ist mal jemand. Schöpfkelle, jawohl. Boah, dann hat es mal ein bisschen hässlich zerrissen, ne? Nein? Oh doch, der. Da ist einer. Hm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, da runter zu gehen. Da ist auch jemand gestorben. Ein Raider, okay. Passt. Die Ghule haben da schon ihr Tagewerk quasi vollbracht. Ah, da ist auch wieder ein dreckiges und finsteres Loch hier. Boah, jetzt muss ich wieder aufpassen. Hoffentlich gibt es da nicht irgendwo wieder solche Minen und Fallen, dass ich wieder mich selber dabei umbringe. Irgendwie hört sich das schon wieder komisch an da. Ja, die Dellerleins. Ein Metalleimerlein. Haufen weiß Graffel. Jawohl. Servus Piper. Diesmal hast du mich nicht erschreckt. Muhaha. So, her mit dem Zeug. So, jawohl.
alles voll mit Graffel, ne? So, wie schaut's da oben aus? Ah, da brennt hier einfach so ein schönes Fass. Eine Tonne. So, jetzt habe ich es. So, hier mit dem Zeugs. Im Mistkübel liegt auch noch was drin. Nehmen wir alles mit, den Ordner nehmen wir mit, die Bierflasche selbstverständlich. Sollten da geht's weiter rauf. Leute sein? Jo, waren einmal zumindest. Auch hier nehmen wir alles mit. Da ist eh nichts, aber dich öffnen wir. Wow, langsam. Nein, hier lang. Klack, jawohl. Cool. Metallrüstung, Harnisch, rechtes Bein. Und Kapuzendingens. Perfekt, nehmen wir alles mit. Brumm, Kachinga. Auch hier, das nehmen wir alles mit. Schlafsack, ich werde mal eine Stunde schlafen gehen. Oh, das tat gut. Aha, da haben wir so ein Geschützdingens. Wow, langsam. Ah, das war auch ein Raider. Boah, ne, da hatten wir gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so wenig Glück hier eigentlich. Dass die Ghule schon ein bisschen Vorarbeit geleistet haben. Andererseits natürlich ist es wieder schlecht, denn dadurch fehlen uns Erfahrungspunkte. So, da haben wir schon. Was war da oben noch? Da war auch ein schöner... Huch, nein, ich will nicht, dass du dich hinsetzt. Entschuldigung. Bitte wieder aufstehen. Das wollte ich gerade nicht. Ich wollte nur das Graffel hier einsammeln. Mehr wollte ich wirklich nicht. Alter, wie verzweigt das hier schon wieder ist, ne? Perfekt. Was hast du da versteckt? Ich nix. Das hat hier wohl jemand als Mülleimer benutzt. Was? Ist da jemand? Nee, oder? Ernsthaft? Und hier, Sie Kickball. Ein echter Klassiker. Ja. Noch hier runter. Da haben wir auch was. Ein paar Zettelchen. Jo, so, ne? Reagenzglashalter und so weiter und so fort. Aluminiumkanister. So, noch irgendwas? Da. Noch ein Kanister und noch ein Kanister. Und was war hier? Serpentin. Holla. Noch was? Nix, ne? Löscher und ein Besen. Der wird wahrscheinlich hoffentlich Holz geben oder so. Und dann haben wir es geschafft. Und ich glaube, bei mir daheim kommt gerade ein Gewitter, weil vor der Haustür sehe ich es immer blitzeln. Ich glaube, das ist nichts gut. Schönes Klo haben wir da. Wunderbar. Geht's hier noch weiter runter? Jupp, in der Tat. Alter, war es gerade ein Knurren? Das war gerade ungut. Es hat sich zumindest so angehört. Oh je, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Schon wieder, schon wieder. Aber nein, da wäre die Piper schon losgestürmt, oder? Ah, schau mal, wo wir da sind. Na, das ist ja super. Genau da, wo wir hinwollen. Muha. Perfekt. Dann bin ich schon überladen. Psst. Ja, na, Piper. Du kriegst jetzt da tolle Sachen. Und zwar dieses und jenes. Dieses und dieses und das da und dieses und jenes und das und... Boah, ich hoffe, ich mache jetzt gerade nicht zu schnell. Das glaube ich noch und das noch und das. Warte. Nein, das war meins. Verflixt und zugenäht. Wo habe ich jetzt eine mächtige Zähne? Da, die Schrotflinte. Das ist meine noch. So. Passt, das reicht schon mal fürs Erste. Eine Waschmaschine. Okay. Ja, ich mache nur noch schnell den Raum hier fertig. Also mit Looten. So, 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 so. Und dann beenden wir auch ganz fix den Part. Und im nächsten gehen wir nur den Portplatz, sag ich mal, freischalten zu unserem Paladin. Dance.
Piper, Alter, zwischendurch, da geht jemand vor meiner Nase rum. Alter Schwede, Piper, echt. Das ist keine feine Art. Scheint sicher zu sein. Jetzt ist da zu, oder was? Nicht nett. Müssen wir halt so machen und so, weil... Na, jetzt komm. Das ist jetzt echt nicht nett. So und so und so. Passt. Und schon sind wir da. Tada! Perfekt. Aber es ist nicht der Speicherpunkt, ne? Aber vielleicht können wir hier dann unser Inventar los, also ein bisschen erleichtern. Ist ja eh wurscht. Schön, dass Sie noch leben. Hat es und dann passt es schon. Die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Sender. Endlich mal gute Neuigkeiten. Jawohl. Gute Arbeit, Sir. Ich war das nicht allein. Ich hatte Zivilistenunterstützung. Ich habe ihr einen Platz in unserem Team angeboten. Aber ich weiß nicht, ob sie das Angebot annehmen wird. Bis sie sich entschieden hat, kann sie hier gerne ihr Lager aufschlagen. Sofern das nicht unsere Operation stört. Niemals. Ich bin ganz brav. Es ist noch immer ein Platz für dich in der Bruderschaft frei, wenn du ihn möchtest. Danke, ich komme dann drauf zurück. Deine Erweiterungen weiß nicht. Noch immer kein Interesse. Weiß nicht. Ich muss noch etwas länger darüber nachdenken. Wie du meinst. Wenn du dich entschieden hast, du weißt ja, wo du uns findest. Machen wir. Keine Panik, Kumpel, keine Panik. Also gut, ihr Lieben. Das wär's dann wieder für heute. Also mit diesem Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.